Hallo zusammen. Wer von euch regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel nutzt, ist bestimmt schon einmal mit einem komischen Gefühl unterwegs gewesen. Vor allem zu später Stunde und in wenig frequentierten Abteilen fühlt man sich unsicher. Gerät man dann auf schlecht gelaunte und streitsuchende Fahrgäste, ist richtiges Handeln gefragt. Die Zahl der registrierten Straftaten in öffentlichen Verkehrsmitteln nimmt zu. Beispielsweise in den U-Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe hat sich die Zahl der Körperverletzungen in den letzten 5 Jahren um 17% auf über 1800 Fälle gesteigert. Im gleichen Verhältnis nehmen Delikte wie Nötigung und Bedrohung zu. Dieses Video ist ein klassisches Beispiel. Schauen wir uns das mal an. Man sieht bereits beim Einsteigen, dass die drei Männer nichts Gutes im Sinn haben. Als sie dann den Fahrgast ins Visier nehmen, ist klar, dass Ärger droht. Sie kommen näher und hier begeht das Opfer den Fehler, sitzen zu bleiben. Nun sind sie ihm nicht nur zahlenmäßig überlegen, auch die Ausgangsposition macht eine erfolgreiche Selbstverteidigung für den Mann beinahe unmöglich. Es entsteht ein Streit, der schnell eskaliert. Der Chef der Gruppe schlägt ohne Vorwarnung zu. Nach einigen Schlägen macht der zweite Angreifer auch noch mit, während der dritte sich an der Szene ergötzt. Das ist traurig und feige. Aber heutzutage leider keine Ausnahme mehr. Zum Thema mehrere Angreifer schreibe ich etwas in meinem kostenlosen Selbstverteidigungsratgeber. Den könnt ihr euch in der Beschreibung unten herunterladen. Wahrscheinlich hat das Opfer in diesem Video darauf gehofft, dass die drei Streitsuchenden ihn nicht beachten würden. Diese Hoffnung wird euch aber im Ernstfall nicht schützen. Wenn ihr zur falschen Zeit am falschen Ort seid und Ärger droht, ist es wichtig, rechtzeitig zu handeln. Das frühe Handeln des Verteidigers hat ihn vor schlimmeren Konsequenzen bewahrt. Was genau hat er gemacht? Als er registriert, dass die drei Männer sich in seine Richtung bewegen, steht er sofort auf und verschafft sich eine bessere Ausgangsposition. Außerdem positioniert er sich so, dass er im Gang steht und nicht mit dem Rücken zur Wand. Das ist wichtig und kann im Ernstfall über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ihr dürft euch auf gar keinen Fall einkreisen lassen, denn einen Kampf an mehreren Fronten könnt ihr nicht gewinnen. Als es zu einer Auseinandersetzung und zum Kampf kommt, geht der Verteidiger strategisch klug vor. Er isoliert die Gegner und bekämpft sie nacheinander. So muss er sich immer nur um einen von ihnen kümmern und ist vor den Angriffen der anderen beiden geschützt. Der schmale Gang des Zugabteils kommt ihm dabei zugute. Wenn ihr mein Video zum Kampf gegen mehrere Angreifer gesehen habt, wisst ihr, wie so etwas abläuft. So eine Gruppe hat meist einen Anführer, den ihr erkennen und so schnell wie möglich ausschalten müsst. Genau das hat der Verteidiger in diesem Video clever gemacht. Abgeschreckt durch die Niederlage seiner beiden Freunde verlässt den dritten Angreifer der Mut und dieser zieht sich zurück. Natürlich ist die Verteidigung gegen mehrere Angreifer schwierig und gefährlich. Ihr seid in der Unterzahl und werdet ihr getroffen oder fallt sogar hin, seid ihr in höchster Gefahr. Denn die feigen Angreifer werden keine Hemmungen haben, euch zum Kopf zu treten. Außerdem wisst ihr nie, ob einer eurer Gegner ein Messer dabei hat. Deshalb auf Nummer sicher gehen und sofort handeln. Alter, das muss mir nicht mal gefallen erst. Super.
Ja, ja, war weg, ja. Muss der da. Sind besser für dich, ja. Genau, das wäre das schon. Dankeschön. Ja. Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte helfen? Da hinten sind ein paar komplett Bekloppte, ja. Die drehen voll durch. Mhm. Ich gebe dem Kollegen Bescheid. Okay. Bei drohender Gefahr ist das Verlassen des Ortes keine Schande, sondern das einzig Vernünftige, das ihr tun könnt. Vor allem, wenn ihr wie in diesem Fall in der Unterzahl seid. Da der Mann während der Fahrt nicht aus dem Zug aussteigen kann, wechselt er einfach das Abteil. Man sieht, wie er das Personal über die randalierenden Männer informiert. Seine Aufmerksamkeit erspart ihm viel Ärger. Sehr gut reagiert. Und wären die drei Streitsuchenden ihm ins nächste Abteil gefolgt, so hätte er sich wie in Video 2 immer noch verteidigen können. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch einfach meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch eine sichere Zeit. Euer Oliver. Wing Chun, die intelligente Selbstverteidigung. 1000 Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz.